ab ins Verlies. Geht doch. Ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt Soundtrack anmache, aber... Kommt! Saji hat diesen Ort schon als Junges erkundet. Art. Er wird schon wittern, wo sich Bazahar versteckt. Oh Gott. Lass mich die Karte nie wieder öffnen. Bei dem ganzen Salz in der Luft jucken mir die Schuppen. Danke. Heilige... Danke. Heilige Vase der leuchtenden See. Von Mondbischof ins Shava. Ne, Schafka. Pelidine ist das gesegnete Königreich von Jonne und Jodde, ein Landreich an heiligem Zucker. Selbst seine Ufer quellen vom Überfluss der Zwillingsmonde schier rüber. Tatsächlich fließt sämtliches Mondlicht, das auf der Flut entscheint, in die Torbal-Bucht und sammelt sich in unserem Allerheiligsten, dem Mondscheingewölbe. Hier, geschützt von dem harschen Strahlen der Sonne bei Tageslicht, fühlt das beruhigende Leuchten des eingedrungenen Mondlichts die natürliche Öle mit der entspannten Ruhe des Nachthimmels aus. Diese gesegneten Wasser sind Labsal für Geist und Körper und Seele. Khajiit aus ganz Elsweyr kommen, um in der Mondschein und Tiefe und an unseren heiligen Schreinen zu baden, wo unsere Missstände abstreifen und makellos und erholt aus den Fluten steigen können. Für eine äußerste bescheidene Spendung und ein rückerstattungsfähiges Handtuchpfand könnt auch ihr an der Wunder des Gewölbes bestaunen und euch in seinen heiligen Wasser verjüngen lassen. Unsere Mondpriester freuen sich schon darauf, sich um eure Reinigung zu kümmern. Das war Werbung. Nichts anderes. Das war einfach nur Werbung. So, also wo sehe ich hin? Balthasars Unterschlupf und aus Wasser trinken. Da können wir ja eigentlich gleich recht tun, ne? Also da lang. Das Wasser, was ist laut? Warum sind hier Aasfresser? So kurz, das wäre mein Begleiter. Also, ne, war es nicht. Ich glaube, die Echsen hacken etwas aus. Schlaft nicht zu tief. Oh, super. Fang mich doch, fang mich doch. Edge, Badge. Warum leben die noch? Wo zum Henker sind die Gegner hin? Osch, willst du mich verarschen? Stirb doch einfach mal. Boah, ich hasse das, wenn Gegner sich unsichtbar machen können. Das mag ich überhaupt nicht haben, ne? Spiel, bitte hör auf, meine Maus hin und her zu schmeißen. Ich glaube, ich müsste gleich ad hoc mal den Streamer ändern.
ja, funktioniert. Der Tigerhai ist wie ein ganzer Berg aus leckeren Dingen, oder nicht? Oh. Das wäre eh der andere gewesen. Hä? Ach so. Nichts, was ich nicht hätte gebraucht. Also ich würde sagen, ich mache jetzt erhöhten Schwierigkeitsgrad, weil... Nee. Oh, auf. Letzten Drücke mich stunnen wollen, das ist doch... War wieder super. Kommen auf einmal die Gegner her. Hm. Ist gar kein Oderschlupf. Muss man ja finden. Oh, dieser Gestank. Hier muss Basahars Versteck sein. Kommt, Wanderer. Reden wir. So, ich habe wieder Müll eingesammelt. Glyphen schmeiße ich auch weg, weil ich brauche die nicht unbedingt. Zumindest nicht sofort. Basahars Gestank ist unverkennbar. Er hat sich in dieser Kammer eingeschlossen. Wahrscheinlich ist auch seine Beute ganz in der Nähe. Hoffentlich ist die Glocke darunter. Wir müssen nur herausfinden, wie wir hineinkommen. Irgendwelche Ideen? Als Saji hier lebte, nutzte er dieses Gewölbe, um dem ständigen Gemecker seiner Mutter zu entfliehen. Es war auch ein guter Ort für Schäferstündchen mit reizenden Leckerchen, ja? Damals stibitzte Saji sogar einen Schlüssel für die hinteren Kammern von einem schlafenden Mondpriester. Ihr habt einen Schlüssel zu Basahars Versteck? Damals war es noch nicht sein Versteck, aber ja. Nun, nein, Saji hat den Schlüssel nicht, aber er weiß, wo er ihn gelassen hat. Kommt, Wanderer, Saji hat hier in der Nähe eine Schatulle versteckt. Aha. Diese Leiter, sie sollte hier irgendwo sein. In der Nähe eine Schatulle versteckt, ja, ist klar. Aber die ist ganz weit weg. Oh, lauf doch nicht weg. Ich hoffe, dass die nächste Fuhre sicher ist. Mondlicht in den Wassern gefangen. Ich sage, es ist Gold. Das Ruckeln, was ihr an der Maus seht, ne? Das ist tatsächlich die Maus gerade.
Beziehungsweise eine Mischung aus Maus und Spiel. Dort. Seht ihr diese Nische dort oben? Das war Sajis geheimer Rückzugsort, als es in diesem Gewölbe noch viel weniger Bazahar gab. Dort werdet ihr den Schlüssel finden. Hm. Die Leiter, die dieser immer benutzt hatte, ist fort. Hätten wir doch nur ein... Wartet! Saji hat etwas, was helfen wird! Ich kann dieses Ehre, was er macht, nicht ab, ey. Das ist so... Fick dich. Klopft ihn zu heilen, du Wichser! Ach, Mann! Arschloch! Seht ihr diese Kletterarmbrust? Saji hat sie im Refugium gefunden, bevor wir nach Schwarzön aufgebrochen sind. Er dachte sich, dass sie sich noch als nützlich erweisen könnte. Sieht aus, als wäre ihr Gebrauch recht simpel. Zielt einfach und betätigt den Abzug. Wie bei einer gewöhnlichen Armbrust, ja? Dann zieht euch das Seil nach oben. Gibt es noch etwas, was ich wissen sollte, bevor ich das hier mache? Ah, mehr Ratschläge. Ah, es gibt einen Kletterpunkt an der Kante eines Gerüsts in der Nähe. Zielt darauf und lasst dann die Armbrust die ganze Arbeit machen. In Ordnung, ich werde die Kletterarmbrust benutzen, um die Nische zu erreichen, um nach den Schlüssel zu suchen. Denkt daran, sucht nach einer Schatulle. Darin hat der junge Saji seinen liebsten Besitz verstaut. Nun, bevor er die perfekte Sprung hatte. Saji wird von hier unten aus Wache halten. Wir haben nur eine Kletterarmbrust, ja? Ja. Also Schlüssel? Saji wurde langweilig, weil er seine gesamte Zeit im Tempel verbrachte. Oh. Das ganze Beten und Fegen und Singen. Also kam Saji hierher. Er versteckte sich hoch oben in einem Alkoven, damit die Mondpriester ihn nicht finden, und stahl sich einen Schlüssel, um die Hinterzimmer erforschen zu können. Ich überspringe den nächsten Fall, die respawnen gleich. Oh, ja. Immer wenn er nach Hause kam, fauchte. Saji ging, weil er ein Leben als Abenteurer führte. So, dann könnt ihr das lesen. Aber die spawnen gleich nochmal neu und dann habe ich wieder den Salat. Soll ich jetzt irgendwas machen? Tut sie nix. Neulich habe ich gehört, wie einer dieser Irren versucht hat, das Gesicht von einem der anderen auf. Ich trinke nur auf Tut sie wirklich nichts. Ihr solltet das auch tun. Ah, doch. Okay, das Spiel hatte das nicht richtig registriert. Okay, da sind wir. Da kommt jemand. Trefft Saji an der Tür. Ah, da hinten ist die Himmelsscherbe. Sehr gut. Mal eben holen. Welche Tür soll ich eigentlich? Boah, rums. Wenn er noch einmal mit mir anlegen will, schlitze ich ihm die Kehle auf und stopfe seine Leiche in ein Fass. Alter, wer sagt denn das? Alter, was rumst das hier auf einmal?
What the shit? Hallo, ich hab dich getroffen. Meine Fresse. Das soll ich jetzt trinken? Ugh. Ja, hat bestimmt lecker geschmeckt. Gut, Nummer 1. Ja, keine Ahnung, was das war. Das Spiel hat es nie angezeigt. Hat es einfach ignoriert. Wird schon passen. So, schnell wieder gehen. Mit, bitte ohne oder bitte mitlenken. So, jetzt soll ich ihn an dem Unterschlupf wieder treffen. Kann man eigentlich auch runterspringen. Geht, glaube ich, schneller. So, meins.